Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. They've called that out, number 10. Slack just tracking back, he's so close to the slam. What a way that would be to finish it, but with four lives apiece, it all comes down to the first engagement here. And it could be a trade. War Machine, that's gonna be gunless. Oh my goodness, he's gonna find one. Zuma finds another. Asim is gonna answer it now. Advantage to phase as well. The clock is stopped, the zone is going through. Formal knows he needs to go. Slack finds one. It's a 2v2. Cell and Zuma, they're in and amongst it. Zuma finds one. Slack with the slam! And to save, my goodness, but I think the zone did. I don't even know what happened there. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Am vergangenen Wochenende war das CWL London Turnier. Das heißt, die besten Teams der Welt haben sich in London getroffen und haben im Prinzip den Titel in COD in London unter sich ausgespielt. 100 Thieves, das heißt das Team, was Nadeshot, ehemals Team-Captain von Optic Gaming, die kennt ihr wahrscheinlich alle, hat sich damals aus Optic Gaming zurückgezogen, hat im Prinzip eine neue Organisation gegründet, die heißt 100 Thieves, also 100 Diebe, und hat mit dieser Organisation den allerersten Titel gewonnen. Unter anderem sind da Leute bei, die ihr sehr, sehr gut kennt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Die haben den ersten Platz geholt. Optic Gaming ist, wenn ihr es richtig gesehen habt, am Ende Dritter geworden. Es ging um insgesamt 6 Millionen Dollar Preisgeld. Das heißt, die Teams haben natürlich eine richtige Motivation gehabt. Das Ganze war Black Ops 4, ist ja relativ klar. Und was wirklich das Interessante an dem Ganzen ist, dort gibt es Referees, also Schiedsrichter, die bei Regelverstößen oder unklaren Dingen entscheiden. So wie im Fußball, im Football, wie überall. Diese Referees sind eingestellt und angehalten, die Regeln von Treyarch, dem Spielehersteller oder Spieleentwicklerstudio, auf dieser CWL London, das heißt auf der Turnierplattform, so umzusetzen, wie Treyarch das vorgibt. Da gibt es von Treyarch und Activision dann wirklich Schulungen vorher und die Schiris wissen im Prinzip in dem Moment, wie zu entscheiden ist. Meistens gibt es da auch überhaupt gar keine Probleme, wie die entscheiden müssen, und weil die Fälle relativ klar sind. Es gibt drei Modi: Suchen und Zerstören, Kontrolle und Stellung. Jedes Team kann zwei Maps und zwei Modi für sich auswählen. Das heißt, Face jetzt zum Beispiel, es geht nämlich um den Skandal beim Spiel Face gegen LG. Face Clan kennt ihr auch alle. Face wählt aus Suchen und Zerstören auf Gridlock und Stellung auf Arsenal. Kontrolle ist dann auf der dritten Map und LG kann auswählen vierte, fünfte Map und den Modi. Es war ein Best of 5, das heißt, wer von diesen 5 verschiedenen Modi oder Maps 3 gewinnen konnte, hat sozusagen die Series gewonnen, diese eine Serie gegen das andere Team, und hat den Punkt in der Tabelle nachher bekommen. Und ich werde euch jetzt mal vorspielen, was im entscheidenden Spiel, es stand 2-0 für FaZe, wenn sie das Ding gewinnen, sind sie durch mit dem Ganzen und gehen auf einen Platz, ich weiß nicht, auf welchem Platz sie gewesen wären, danach hätten sie ja noch weitere Spiele gehabt, da ging es schon um eine Menge Geld, um eine richtig Menge Geld, und sie haben bis zu diesem Punkt im Turnier hervorragend gespielt und waren für viele der Top-Favorit mit zusammen 100 Thieves auf den ersten Platz, und denkt dran, 6 Millionen Preisgeld. Und jetzt passt mal auf, was in dieser Runde Kontrolle, es steht 2-2, es sind nur noch Slasher übrig von LG Gaming, aber zwei Stück von FaZe, und es geht um Kontrolle. Sie müssen den Kontrollpunkt einnehmen. Für alle, die Kontrolle vielleicht nicht kennen, ihr habt zwei Punkte, Punkt A und Punkt B. Jedes Team hat nur 30 Leben. Es ist eine kleine Mischung aus Stellung und Suchen und Zerstören. Ihr müsst als angreifendes Team entweder alle Verteidiger ausschalten oder Zone A und Zone B einnehmen. Als verteidigendes Team dürft ihr nicht zulassen, dass Zone A und Zone B eingenommen wird, oder ihr tötet einfach vorher die 30 Angreifer. Passt mal auf, was passiert ist. Wie ihr eigentlich sehen könnt, haben wir aktuell das Problem, es steht 4-4. Kein Team hat mehr Respawn-Leben, das heißt, die 4, die am Ende noch da sind, können im Prinzip nur noch das Ganze ausrichten. Es sind jetzt noch von LG Gaming Formel und Slack übrig. Slack hat die Schwerkraftstacheln, er geht in die Zone rein und killt beide Face-Member. Aber wenn ihr genau guckt, ich spiele das gleich nochmal in langsamerer Zeitlupe ab, Face
hatte zu dem Zeitpunkt, wo die Schwerkraftstacheln von Slacker kommen und er beide killt, die Zone bereits eingenommen. Das heißt, FaZe hat beide Zonen eingenommen, sterben danach erst, was im Prinzip bedeutet, dass FaZe den Sieg für diese Runde bekommen müsste, damit Kontrolle gewinnt und damit auch die Series gewinnt gegen Luminosity Gaming. Aber das Spiel hat seit Anfang an einen Fehler, und zwar ist ein Delay zwischen dem Moment, wo man die letzte Zone einnimmt, und dem Moment, wo auf dem Bildschirm der Victory Title, also der Siegestitel, steht. Es gibt ein Delay von ungefähr 2 Sekunden. Warum das so ist, kann immer noch keiner erklären. Treyarch hat das nicht gefixt bisher. Das ist auch im Multiplayer, wenn ihr spielt. Das bedeutet, in dem Fall war es so. Offiziell, von dem, was man gesehen hat, hat FaZe, der FaZe-Clan, die letzten beiden Leute, die drinne sind, die Zone eingenommen und haben die Runde gewonnen. Und damit auch die Series gegen Luminosity Gaming. Aber der Schwerkraft-Slam kommt, nachdem die Zone eingenommen ist. Dadurch, dass aber dieser 2-Sekunden-Delay drin ist, entscheiden die Referees, weil der Bildschirm zu spät sagt, dass FaZe das Ganze eingenommen hat, dass Luminosity Gaming in die nächste Runde kommt. Und die Reaktion der Crowd war, also der Zuschauer in London, war sehr, sehr deutlich. Alle FaZe-Member haben sich über Twitter beschwert und haben einen riesen Aufstand gemacht, und zwar komplett zu Recht. Sie haben die Runde gegen sich gewertet bekommen, haben am Ende die Series gegen Luminosity Gaming sehr, sehr knapp dramatisch verloren, waren natürlich mit ihren Emotionen am Struggeln, weil sie den Sieg verdient hatten zu dem Zeitpunkt, und haben und sind um mehrere hunderttausend Dollar Preisgeld betrogen worden. Aus dem einfachen Grund, dass Treyarch immer noch seit Anfang des Spiels ein Delay in diesem Modus drin hat, zwischen letzte Zone eingenommen und gewonnen. Was zeitgleich bedeutet, dass ja Referees auf dieser CWL-Veranstaltung waren in London, und diese Referees haben über eine halbe Stunde überlegt, wie das Ganze gewertet werden soll, und haben sogar mit dem Hauptquartier von Activision und Treyarch telefoniert während des Turniers. Ihr müsst euch vorstellen, es gab mehrere hunderttausend Zuschauer auf Twitch, es gab mehrere tausend Fans vor Ort, es gab insgesamt ja mehrere Millionen Fans von den ganzen Teams dort, und es ging ja auch um mehrere Millionen Dollar. Und selbst Treyarch im Hauptquartier hat den Schiedsrichtern gesagt, eigentlich hat FaZe gewonnen, aber der Fehler ist noch nicht behoben, wir müssen mit dem leben, wie das Spiel gerade ist, also geht der Sieg an Luminosity Gaming. Leute, ich habe so etwas noch nicht erlebt. Weil ein Spielehersteller einen Fehler in einem Spiel hat, wird ein Team, was fair gewonnen hat, um mehrere hunderttausend Dollar Preisgeld betrogen. Und was vielleicht für einige von den Jungs noch wichtiger ist, um die Chance auf den ersten Platz. Ich bin absolut durch. Ich habe das gesehen, ich habe die Reaktionen bei Twitter gesehen, ich kann jeden einzelnen davon verstehen. Luminosity Gaming, auch wenn ich jemanden wie Formel eigentlich sehr, sehr schätze als CWL-Spieler, haben nicht den Hauch einer Berührung gezeigt, um zu sagen, okay, ihr habt recht, ihr habt gewonnen. Die haben sich im Prinzip komplett daraus gehalten. Man kann natürlich sagen, dass das legitim ist. Man kann aber auch sagen, Sportsmanship sollte auch in solchen großen Turnieren, wo es um sehr, sehr viel Geld geht, definitiv vorhanden sein. Aber die Hauptschuld ist definitiv bei Treyarch und den Schiedsrichtern zu finden. Dazu gab es aber bei diesem Turnier, ich weiß nicht genau, wer bei der Veranstaltung sozusagen für die Veranstaltung an sich und das Equipment verantwortlich war, noch viel mehr Skandale. Von Optik ist in einer Series, ich weiß nicht mehr, ich glaube gegen Retriprocity 6 irgendein Team, das war in einer der ersten Runden, die haben alle Chronos bei sich an den Controllern. Die sind sozusagen darüber verbunden, dass die alle wirklich ohne Input-Lag spielen können. Und bei Karma, Optik Karma, immerhin dreifacher World Champ, 3 Ringe, der erste mit 3 Ringen, hat das einfach nicht funktioniert. Die gesamte Suchen- und Zerstören-Runde, es geht ja immerhin bis, wer zuerst, glaube ich, 5 oder 6 Sieger hat, ich bin mir nicht 100% sicher, da ist sein Controller einfach ausgefallen und es wurde weitergemacht. Er konnte nichts dafür, es ist nicht sein Equipment, es wird ihm gestellt. Es hat einfach nicht funktioniert. Und die FaZe-Member haben schon, bevor dieser Skandal anfing, am Anfang darüber
diskutiert mit den Turnierveranstaltern, dass der Input-Lag bei denen, der nicht da sein soll, trotzdem da war, weil das Equipment Startup war. Das Ganze wurde erst ab dem Viertelfinale ausgetauscht, wo FaZe sozusagen schon draußen war, weil sie ja um ihren Sieg betrogen worden sind. Das heißt, dieses ganze CWL-Wochenende war eine reine Farce. Die Teams sind teilweise nicht so zur Performance gekommen, wie sie das gerne wollten, weil die Ausrüstung nicht gestimmt hat. Einzelne Teams wie FaZe Clan ganz klar sind extrem, wirklich extrem benachteiligt worden, sind im Prinzip betrogen worden. Man muss es so sagen, wie es ist. Sie sind, um ihre Möglichkeit, den ersten Platz zu holen, betrogen worden. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, wenn ihr mit diesen CWL-Teams da seid und kurze Ankündigung, ihr werdet in Zukunft öfter mal hier auf dem Kanal mit Sicherheit ein paar Sachen zu CWL, zur DESBL, also zur deutschen E-Sports-Bundesliga finden. Wenn ihr jetzt irgendwie competitive spielen wollt und nicht nur irgendwelche Schwachsinn-Scrims, sondern wirklich in der Liga, dann könnt ihr euch in der DESBL anmelden, dann könnt ihr da mit eurem Team spielen. Und stellt euch vor, dort ist ein Entscheidungsturnier für die World Champ zum Beispiel, ihr wollt nach London, ihr wollt gegen Optic Gaming spielen oder gegen den FaZe Clan, gegen Luminosity, gegen Envy. Und ihr werdet in einem dieser Matches derart betrogen, dass ihr nicht mit hin könnt. Es war immerhin ja auch schon eine große Prämie, in Anführungsstrichen groß für die Teams, vielleicht nicht so groß für uns eins, aber schon. Allein ein Startprämie. Es wäre wirklich, ich wüsste nicht, was ich tun würde in dem Moment. Und ich habe das am Wochenende verfolgt, ich habe das Event gesehen. Und das Event war das schlechteste CWL-Wochenende, was ich seit langen, langen Jahren gesehen habe. Es hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Das Einzige, was wirklich gut war, was wirklich richtig gut war, waren die Fans vor Ort. Die Engländer, und es waren auch Amerikaner dabei, es waren auch Deutsche dabei, es waren Afghanen dabei, es waren aus jeder Nation waren Leute dabei. Und das Einzige, was richtig gut war, war die Stimmung von denen. Der FaZe Clan ist über eine Stunde von den Leuten gefeiert worden, nachdem sie so aus dem Turnier betrogen worden sind. Ich glaube auch nicht, dass die Entscheidung gegen FaZe Clan im Prinzip jetzt irgendwie mit Absicht entstanden ist, von wegen, naja, wir haben ja eh ein Problem mit denen, sondern ich glaube einfach, dass da die Spieleentwickler, die Spielehersteller, Treyarch, Activision, die Verantwortlichen, Geiseln ihrer eigenen Unfähigkeit waren, ein Spiel gemacht zu haben, was auf solch großen Plattformen läuft, was aber immer noch brachial große Fehler hat. Ich wollte euch gerne einmal über dieses Wochenende erzählen und über das, was da passiert ist und über die Diskussionen, die bei Twitter aktuell ausbrechen. Wenn ihr übrigens wollt, könnt ihr mir gerne bei Twitter folgen. Ich würde mich freuen. Wir haben fast 100 Follower. Boah, schöne Zahl ist das. Das ist wirklich eins der krassesten Wochenenden, was ich da in CWL bisher gesehen habe. Ich bin absolut enttäuscht. Ich bin wirklich, ich kann mit dem FaZe Clan mitfühlen. Die Jungs haben wirklich bis zu diesem Zeitpunkt ein riesiges Turnier gespielt, sind Punkt, also ohne Punkte zu verlieren, so durchgekommen und werden dann so aus dem Turnier beschissen. Wirklich, es war Betrug und es war Beschiss. Nur weil die Spieleentwickler ihr Black Ops 4 Spiel nicht in den Griff bekommen. Das ist Wahnsinn. Ihr habt die Clips gesehen, ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Schreibt mal in die Kommentare, hättet ihr FaZe Clan den Sieg gegeben oder hättet ihr gesagt, wir müssen mit dem leben, was das Spiel uns sagt, und wenn das Spiel sagt, Luminosity Gaming hat den letzten Kill gemacht oder den letzten Bein, dann muss Luminosity Gaming auch durchkommen. Schreibt mal in die Kommentare, ich bin gespannt, was für Diskussion das wird, weil ich habe bisher noch keinen gesehen, der gesagt hat, der FaZe Clan hat den Sieg nicht verdient. Aber jeder hat seine eigene Meinung, schreibt mal unten in die Kommentare, ich bin raus.